Also ich habe mir Folgendes überlegt. Was ist denn damit? Minecraft. Ja, genau das. Und ich habe tatsächlich was gefunden. Oh mein Gott. Es ist ein fucking Mod. Okay, es gibt ein Pre-Release für. Ah, fuck. Oh mein Gott, es gibt ein Pre-Release für fucking 1.14.3. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Drink a Sprink. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Oh fuck, es gibt's für Fabric. Oh mein Gott, ihr seid Legends. Ihr seid Legends. Okay. Gut, falls ihr mich sehen wollt, falls ihr den Installationsguide sehen wollt, ja, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns nach einem kurzen Cut wieder. Wir sehen uns dann, wenn ich es installiert habe. Also, wir sind zurück. Und zwar haben wir Folgendes. Ich habe es jetzt alles installiert. Wir haben jetzt einmal hier, sieht man jetzt nicht ganz, weil ich voll darüber bin. Einmal Optifine drauf und Minecraft 1.14 Fabric. Moment, ich ziehe mich mal kurz rüber, dann könnt ihr das auch sehen. Bam. Kann ich bitte. Danke. Ja. Aha, hier, da seht ihr es. Optifine und Fabric. Und schiebe ich wieder zurück. Gut. Und ja, da haben wir jetzt so einen schönen Pony-Button. Der startet sich by the way nicht an. Also, ihr habt hier Display und Title Screen. Müsst ihr einmachen, anschalten. So. Man kann hier jetzt momentan noch nicht den Skin den Ponys ändern, aber ja, das kommt wahrscheinlich noch dazu. Ich habe jetzt noch ein paar andere Sachen noch draufgeschmissen. Ich habe noch ein paar andere Mods, die ich noch hatte, draufgeschmissen. Ich habe jetzt noch Optifine natürlich draufgeschmissen. Rough Enough Items, because Rough Enough Items. Ja, ich sage das bestimmt falsch, aber egal. Autofarm habe ich noch mit draufgeschmissen und Custom Skin Loader, das habe ich eigentlich nicht gemacht, weil ich dachte, dass damit vielleicht kurz den Skin ändern kann. Aber ich müsste dazu auf die Minecraft-Website gehen, da habe ich gerade keinen Bock drauf. Wollte das Video jetzt eigentlich schon noch fertig machen und dann eine Modlist habe ich noch drauf, also ein paar Sachen. Und ich habe jetzt mal hier noch schon eine Welt generiert und wie ihr seht, ja, ich habe hier. Sehr schön, schon mein Skin Ponyfight. Und jetzt lassen wir mal jetzt hier irgendwas. Habt ihr auch irgendwelche Items, glaube ich, da? Haben die, glaube ich, nicht hinzugefügt, oder? Moment, das soll ich jetzt sehen. Ja, Robland. Ah, zack, 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 zack. Glaube, die haben nur ein bisschen die Textur im Ponyfight. Gut, aber was ich ganz vergessen habe, hey. Also nein, das ist nichts Besonderes. Aber was ich gerade vergessen habe, hier Video Settings, und zwar nein, Video Settings. Resource Packs. Love and Tolerance. Nice. Okay, die haben Fucky Texture Pack noch. Das ist echt nice. So, I'm enjoying this shit. Das ist hell so, dass wir mal kurz folgendes. Und zwar fliegen wir mal kurz ein bisschen rum. Und zwar wurden hier alle ein bisschen ponyfied. Moment, 5 auf 5, aber es war sogar ein nice Animation, hat sogar eine Fliege-Animation. Das ist nice, denke ich. Ja. Ja, okay, gut. Nein, weil ich brauche gar nicht irgendwo hinfliegen, lol. Okay, schauen wir uns das mal an, ne? Wir holen mal hier fett bisschen Mobs und so. Die haben auch die ganzen Sachen auf das Zeug angepasst, weil ich jetzt mir hier mal kurz die Diamond Stuff gebe. Bam. Dann kann ich mir den Stuff trotzdem hier anwerfen. Und es sieht passt trotzdem ziemlich gut. Jetzt nehmen wir mal kurz ein Schwert in die Hand zum Test. Und dann schauen wir nochmal F5. Ah, ich halte es mit dem Pfote. Oh, wie geil. Das ist gut gemacht. Okay. Ja. Okay. Okay. Zum Test machen wir jetzt nochmal was in die Offhand. Zum Beispiel schon eine Axt. Eine Battle Axe. Bam. Aber das ist so, und jetzt, wenn ich jetzt 5 drücke, dann habe ich jetzt in beiden Händen was. Ja. Man kannst du dich richtig sehen. Jetzt kann man es ein bisschen sehen, ja. Ja, das ist, die Axt wird momentan nicht gehalten, weil. Naja, weil die andere Hand ist natürlich die priorisierte. Ja, das passt soweit. Ja. Dann wird das erstmal nochmal aus der Hand, sieht komisch aus. So. Das ist für Item, ja. Nehmen wir ein paar Mobs, ne? Falsches Ding, falsches Tab, falsches Tab. Falscher Tab, aber was könnte der Tab gewesen sein? Nein. Das hier ist der Tab. Ja, das ist er. Okay, haben wir ihn. Gut. Bat. Ja, Blaze.
Cave Chicken Kakao. Aber wir gehen auch nicht alles durch, nehmen wir auf jeden Fall noch den Creeper. Ja. 8 und dann hier machen wir noch, das macht keinen Sinn, machen wir noch einen Enderman. So. Was sie hat Glück gehabt, weil die am Anfang waren. Bam, okay. Schauen wir uns mal die Ponyfight-Version so an. Hier sehr wendig die die Horses. Oder? Ach verdammt, ich hab Ding vergessen zu installieren. Ich habe vergessen, nein, hab vergessen zu installieren. Ich weiß nicht, was das ist. Was tatsächlich ein Haus ist. Also Blaze sieht ganz normal aus, so wie es so aussieht. Okay, nicht. Also das ist normal 3. So, das ist jetzt eine Katze, die sieht auch normal aus. Wo kommen die ganzen geänderten Texturen? Hallo? 3? Okay, Spider. Die sieht auch normal aus. Aber die sehen. Ach, das ist so ein bisschen. Also das ist halt so ein Texture Pack, also das müsste eigentlich so. Oder ist Texture, schreit das Texture Pack? Ja, mach alles kaputt, Marvin, mach alles kaputt. Sieht super cute aus. Fuck, ich hab einen Fisch rausgeholt. Nö. Oh mein Gott, der sieht ja cute aus. Oh mein Gott. Oh fuck. Okay, da haben wir doch einen Pony. Naja, Zeit hier. Okay, das war sehr. Vielleicht soll ich mal kurz in die, ins Menü reinschauen, was Escape, was wir denn hier haben. Mods, dann hier auf die Settings so. Also, Villager, Zombies. Fiddycam. Aha, hier ist noch. Ja, okay, dieses mit Use Magic ist wahrscheinlich dann nur, wenn man. Wenn man dann auf dem Server spielt. Die haben so einen Server anscheinend. Ja. Aber man kann. Ja, schauen wir mal weiter. Also Villager, Zombie. Zombie, Skeletten, Illagers, Guardians, Enderman. Okay. Okay, Villager, Zombie, Skeletten, Illagers. Oh, was war das? Dann nehmen wir doch die raus, ne? Also, wir brauchen erstmal. Okay, schauen wir mal hier. Pillager, ich glaube, die waren drin. Polarwaffe, Fisch, Rabbit, Nano, Sheep, Schalker, Silberfisch, Skeletten. Hier ist Skeletten war drin. Skeletten Horse, weiß ich nicht. Ich war mit raus. Skeletten Horse macht ja irgendwie keinen Sinn, aber naja. Slime, nee. Squid, Trader, Tropical Fish, Turtle, nee. Ah, Villager. Villager waren drin. Ja, der ist platziert. Okay. Oder Zombie war, glaube ich, drin. Wie Haus, glaube ich, weniger, aber ich wusste, dass Zombie Pigment war drin. Okay, schauen wir mal. Ja, die waren drin. Skeletons, ja, die waren auch drin. Die Horses, oh mein Gott, die sind einfach. Das sind einfach nur kleine Horses. Ah, teilweise auch groß, okay. Das sind einfach nur normale Horses, okay. What the fuck? Oh nein! Oh nein! Ah, oh, fuck, die Villager. Oh mein Gott, tut mir das nicht an, Leute. Okay, Zombies. Alter, was geht bei denen? Hey! Ah, hey, Alter. Okay. Was geht bei dir? Du bist ja rot, so rote Augen, what the fuck? Ich sag mal nichts dazu, aber es sieht auch ein bisschen am Arsch aus, okay. Wie die das Schwert halten, sieht ein bisschen. Ah, der hält das Schwert richtig. Oh mein Gott.
Okay, wir holen mal Villager Stuff und ändern mal die Profession von denen. Und dann bekommen wir da hoffentlich andere Villager raus, ne? Ja, danke für das Villager Egg. Gut, ah, ich hab's raus. Oh mein Gott, ich hab Q gedrückt. Gut. Hi. Ja, ist okay. Ich brauch Villager Stuff. Das muss doch die Decoration sein. Ja. Barrel Smoker. Blast, Cartography, Fletching, Grindstone, Smithing, Stonecutter. Da haben wir ein paar. Müssten eigentlich, das sollten vielleicht sogar alle sein. So, jetzt probieren wir mal aus. So. Erstmal spawnen wir Villager und dann spawnen wir den Smoker. Und dann spawnen wir mal Blast Furnace und Villager. Ah ja, hier. Der hat eine Profession bekommen. Okay. Cartography platzieren wir auch mal. Dann platzieren wir mal den nächsten. Den Fletching. Und dann noch den Grindstone. Dann noch den Smithing. Warte mal, das Smithing muss nicht da hinten hin. Warum baue ich die ganze Zeit so ein Erdestück ab? Das ist richtig schrecklich, okay. Und dann noch sowas hier. Gut, und jetzt schauen wir mal. Zwei. Wo tue ich das hier eigentlich? Ah, sorry, warte. So, ich probiere mal ein paar. Alles, okay, das ist hier echt ein bisschen verrückt langsam. Aber kurz Times of Day, what the fuck. Okay, ich schau mal das Ganze mal an. Also hier haben wir zum Beispiel. Oh mein Gott, das ist echt ein bisschen artificial. Jetzt zum Beispiel haben wir einen Trade von Rattlesmith. Er wird die Fliegen. Oh mein Gott, und die ganzen Hi, 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 Hi sind genauso annoying wie die Villager Sounds. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, also das ist auf jeden Fall ein interessanter Mod. mein Favorite. Okay, wenn ihr es auch enjoyed habt, diese Video-Mod zu sehen, dann ja, keine Ahnung, schaut beim nächsten Video vorbei und ja, ich hoffe, ihr habt es auch so interessant gefunden. Wie gesagt, wenn es interessiert, ich mache wahrscheinlich eh Tutorial drüber zum Installieren, aber ja, allgemein gesehen, ja, dieser Mod ist nur ein Bonus. Ja, ist ja Fabric, deswegen. Könnte ich ein Fabric-Tutorial machen, ja. Mal sehen. Also wir sehen uns dann im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt das Ponys genauso enjoyed wie ich. Und ja. Beenden wir das Spiel. Beenden wir das noch mit dem hier oder so. Yay. Okay, bis zum nächsten Mal.